Grüßt euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues und leckeres Rezept für euch. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für den Teig brauchen wir einmal 500 Gramm Mehl. Ich habe wieder das Universale von Farina genommen. Das kriegen dann die Österreicher. Und die anderen nehmen bitte ein Mehl, was sie sonst zum Brotbacken benutzen würden. Also 500 Gramm. Dann habe ich hier 12 Gramm Trockengern bzw. Trockenhefe. Alternativ könnt ihr auch 30 Gramm frische nehmen, aber ich würde da eher die Trockenhefe empfehlen, weil wir einfach in der Stehzeit, wo der Teig halt im Kühlschrank steht, eigentlich nicht wollen, dass es viel aufgeht, damit wir leichter mit ihm arbeiten. Aber sonst könnt ihr natürlich auch frische Hefe benutzen. Wie gesagt, dann sonst 30 Gramm. Dann habe ich hier 10 Gramm Salz, 60 Gramm Kristallzucker, 100 Gramm Butter, die in den Teig hineinkommt, und 250 Milliliter Flüssigkeit. Ihr könnt da auch nur Wasser nehmen. Ich habe die Hälfte Milch und die Hälfte Wasser genommen. Die Butter hat jetzt Zimmertemperatur. Die war bei mir jetzt fast eine Stunde heraus. Es kommt natürlich wieder auf die Temperatur bei euch zu Hause an. Und die Flüssigkeit, das habe ich nur leicht erwärmt. Es soll vielleicht ein bisschen wärmer als Zimmertemperatur sein. Und jetzt gebe ich mir ein bisschen was von dem Zucker da in die Milch. Und dann gebe ich dann die Hefe bzw. Germ hinein, und das löse ich jetzt in der Flüssigkeit auf. Und dann geben wir uns einfach alles zum Mehl dazu, das Salz, Zucker, dann unser Milch, Wasser und Germ bzw. Hefe einfach dazugeben. Dann rühren wir das kurz einmal durch, dass sich das leicht miteinander vermischt. Und dann kommt die Butter dazu. Und dann kneten wir das einfach alles zu einem schönen, geschmeidigen Teig. Ich habe jetzt meinen Teig circa 5 Minuten geknetet. Mehr braucht er auch nicht. Es soll einfach nur alles schön geschmeidig sein. Jetzt gebe ich mir das einfach nur auf Folie drauf und forme mir schon jetzt ein bisschen so ein Viereck. Das macht es uns dann einfach nur später ein bisschen einfacher dann beim Ausrollen. So, ich forme das nur so ein bisschen. Dann schlage ich das einfach nur in Klarsichtfolie ein. Und jetzt kommt dann der Teig bitte in den Kühlschrank für mindestens 4 Stunden. Also entweder wirklich 4 Stunden, oder ihr könnt das auch über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Bitte nicht kürzer. Also die Zeit, das ist, glaube ich, die wichtigste Zutat bei dem Rezept, ist wirklich Geduld. Gell? Also die Zeit bitte einhalten, gut einpacken und einfach nur in den Kühlschrank geben. Und ich zeige euch dann, wie es weitergeht. Während unser Teig steht, bereiten wir uns dann schon unseren Butterblock vor. Ich habe hier 250 Gramm Butter für unseren Butterblock. Insgesamt brauchen wir also 350. 100 ist für den Teig und 250 ist für unseren Butterblock. Ihr könnt euch den Butterblock bitte so machen, wie ihr gern wollt. Entweder auch so wie ich mit Backpapier. Ich habe es mir jetzt ein bisschen nur zurechtgeschnitten, dass es ein bisschen leichter geht. Also entweder mit Backpapier, oder ihr könnt das auch in einen Gefriersack halt geben. Also das überlasse ich ganz euch. Das könnt ihr bitte machen, wie es euch leicht gefällt. Wie ihr euch halt am leichtesten tut. Dann gebe ich das darauf. Also ich messe meinen Butterblock auch nicht ab. Normalerweise. Aber wenn ihr euch dadurch irgendwie leichter tut, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ich passe dann meinen Teig einfach meinen Butterblock dann an. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da besser orientieren könnt, dann macht das bitte so, wie ihr euch halt am leichtesten tut. Und jetzt schlage ich das einfach nur alles schön ein. Drehe das um, und jetzt begradige ich das noch ein bisschen und hülle das alles schön mit meinem Stab aus. Und jetzt gebe ich meinen Butterblock auch in den Kühlschrank.
Und der ruht dann mit meinem Teig, bis wir halt den Teig dann weiterverarbeiten. Und dann einfach nur die Butter mit dem Teig für 10 Minuten vor dem Bearbeiten rausnehmen, beziehungsweise die Zeit kommt darauf an, wie warm es bei euch in der Küche das dann ist. Aber das zeige ich euch dann. Mein Teig war jetzt etwas über 4 Stunden im Kühlschrank. Jetzt nehme ich ihn raus. Man sieht, dass er trotzdem aufgegangen ist, obwohl er im Kühlschrank war. Jetzt nehmt euch einfach ein bisschen Mehl, bestäubt etwas eure Arbeitsfläche. Dann packen wir das schön aus. Und bitte jetzt nicht durchkneten oder sonst irgendwas, einfach nur schön auspacken. So. Und jetzt drücken wir nur ein bisschen an, dass die Luft etwas entweichen kann. Nur so viel Mehl benutzen, dass es halt nicht anklebt, aber tut das eh nicht sehr. Also er ist richtig schön kühl, aber jetzt circa 10 Minuten draußen aus dem Kühlschrank bei mir. Jetzt nehme ich da noch ein bisschen Mehl, bestäube es ein bisschen. Dann nehme ich nur meine Butter. Und seht ihr, das habe ich gemeint mit dem Messen. Jetzt wollen wir, dass der Teig, also ich passe mir das dann an. Das wird dann circa da von der Breite, passe ich mir das dann ein bisschen an. Und jetzt will ich den Teig circa doppelt so groß haben wie die Butter. Also das heißt, ich roll den Teil jetzt da so weit aus, dass es genau einmal so groß ist wie die Butter, weil ich das dann einschlage. Deswegen sage ich ja, also ich habe da nie einen Grund, das irgendwie auszumessen. Und wenn es dann passt, dann nehmt ihr einfach euren Butterblock. Muss bitte auch flexibel sein. Dann nehmen wir das einfach, geben das so drauf. Seht ihr, wie ich meine? Jetzt ist das circa da an den Rändern. Jetzt nehmen wir uns den oberen Teil und klappen das so drauf und verschließen das da an den Seiten, dass da nirgends Butter rauskommt. Bestäubt dann wieder ein bisschen eure Arbeitsfläche. Dann drehen wir das alles ein bisschen, einmal um 90 Grad. Und jetzt, bitte wichtig, gleichmäßig ausrollen. Zuerst drücken wir das ein bisschen an, weil wir wollen überall die Butter gleichmäßig haben, weil wir wollen nicht, dass es dann nur auf eine Seite geschoben ist. Also besonders jetzt am Anfang ist es wichtig. Also schön gleichmäßig draufdrücken auf den Teig mit Gefühl. Und dann mit gleicher Intensität den Teig längs ausrollen. Dadurch, dass der Teig gestanden ist, merkt man natürlich, dass er wirklich sehr gut zum Verarbeiten ist und er ist wirklich schön kühl. Gut, jetzt machen wir eine doppelte Tour. Was heißt das? Ganz einfach. Ihr nehmt euch das obere Ende, schlagt das etwas hinein. Dann nehmt ihr euch das untere und kommt dann nach oben und ich drücke mir das da so ein bisschen zusammen. Dann fahre ich vorsichtig mit meinem Stab drüber, dass sich das einfach ein bisschen besser verbindet. Solltet ihr hier überschüssiges Mehl haben, dann streift das einfach ein bisschen runter, entweder mit der Hand oder mit einem Pinsel. Und dann nehme ich mir das noch einmal und falte es noch einmal nach oben. Seht ihr, so sieht das aus. Und jetzt packen wir das wieder in Folie ein und geben es wieder in den Kühlschrank für circa eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und dann machen wir dann auch schon die nächste Tour. Das ist dann eine einfache Tour und das ist dann auch schon die letzte Tour. Nach circa einer Stunde nehmt ihr euch wieder euren Teig aus dem Kühlschrank, bemehlt wieder eure Arbeitsfläche und auch ein bisschen drüber. Jetzt drücke ich das leicht so an, um es ein bisschen breiter zu machen. Jetzt nur am Anfang. Und dann rolle ich das wieder schön mit gleichmäßigem Druck längs aus. Und jetzt nehmen wir uns einfach nur das untere Ende,
und geben es so hinauf. Also wir dritteln es einfach nur, so dass es halt passt. Und dann das obere drüber. Ein bisschen noch nach hinten. So, und das überschüssige Mehl dann wieder einfach nur wegstreifen oder streichen oder wie ihr halt wollt. Gut, und jetzt kommt das wieder für eine Stunde in den Kühlschrank und dann können wir es weiterverarbeiten. Zum Befüllen nehme ich hier einfach eine Tafel Schokolade, die ich jetzt zu Hause gehabt habe. Die habe ich mir dann jetzt noch einmal geschnitten, dass ich so solche Stangen habe. Ihr könnt aber bitte die Schokolade nehmen, die ihr gern habt, Zart-Bitter-Schokolade, was ihr halt mögt. Die gebe ich mir jetzt ein bisschen zur Seite. Nun nehmen wir unseren Teig, bestäuben unsere Arbeitsfläche und rollen ihn wieder zügig mit Gefühl gleichmäßig schön aus. Mein Teig ist jetzt circa so 4 bis 5 Millimeter dick. Jetzt drehe ich ihn mir nur einmal, bestäube es wieder ein bisschen mit Mehl, rolle es mir noch ein bisschen aus, weil es jetzt wieder zusammengegangen ist. Dann nehme ich mir so einen Pizzakutter und jetzt begradige ich es ein bisschen. Das muss man nicht machen, aber ist dann ein bisschen leichter oder sieht ein bisschen schöner aus. Wie auch immer, ich mache es halt. So, da auch. Ihr könnt bitte wieder ein Lineal zum Messen nehmen, wenn ihr das ganz genau haben wollt. Ich mache das nicht. Ich nehme mir einfach da so zwei Stückchen, gebe es unten hin und oben hin und dann schneide ich da einfach nur gerade runter und so messe ich mir die anderen auch und schneide sie dann. Den Rand, den bitte nicht wegschmeißen, das könnt ihr auch ganz normal einrollen und mitbacken, weil das ist so viel Arbeit, das wäre schade drum, schmeckt trotzdem lecker, auch wenn es nicht befüllt ist, nur so gebacken. Gut, und dann schneide ich das einfach nur noch einmal circa in die Hälfte durch. Dann nehmt euch zwei Stückchen. Ich gebe die ein bisschen auf die Seite. Wenn ihr merkt, dass euer Teig schwer zum Bearbeiten ist, dann lasst den vielleicht noch 5 bis 10 Minuten stehen und dann könnt ihr wieder weiter mit ihm arbeiten. Falls. Jetzt drücke ich mir das noch ein bisschen an. Dann nehme ich mir da ein Stück, lege es da auf. So circa, ich lasse mir einen Finger frei. Dann rolle ich das da so ein. Drückt das da ein bisschen an und hier gebe ich dann das zweite Stück hin. Dann rolle ich das einfach bis zum Schluss auf. Das Ende sollte unten sein. Und sieht man das in der Kamera? Ich hoffe, so sollte das dann circa aussehen. Als nächstes gebt ihr die dann, wenn ihr alle fertig geformt habt, einfach auf ein Backpapier. Beziehungsweise dann in ein Backblech hinein, was ich gerade nicht habe, weil das gerade im Backrohr ist. Aber auf jeden Fall gebt ihr das schön auf dem Backpapier ins Backrohr. Nein, auf jeden Fall gebt ihr das auf ein Blech, was ich gerade nicht habe. Dann nehmt ihr euch einfach ein Ei und jetzt bestreichen wir alles schön von außen. Und nach dem Bestreichen bitte nur zudecken und dann lasst sie 1 bis 2 Stunden gehen. Kommt auf eure Zimmertemperatur an, bis sie richtig mit Luft gefüllt sind. Und dann kommen sie dann ins Backrohr, aber das zeige ich euch dann, wie ich das mache. Und wenn die dann schön aufgegangen sind, dann bestreichen wir sie noch einmal vorsichtig mit dem Ei. Dann sind sie nämlich ganz weich und mit Luft gefüllt. Und dann kommen sie bei 200 Grad Ober-Unterhitze ins Backrohr. Bitte bei 200 Grad für 10 Minuten backen und dann runterschalten auf 170-180 Grad und 10 bis 15 Minuten, kommt auf euer Backrohr drauf an, einfach fertig backen, bis er schön goldbraun ist.
Gut, so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Ich hoffe, mein Video bzw. mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, kommentiert mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir darüber berichtet, wie es euch gegangen ist und wie euch das Rezept gefällt. Schaut noch bei mir vorbei, ich habe noch viele andere Rezepte. Falls ihr mich noch nicht kennt, dann abonniert mich, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Schaut auch bei mir auf Facebook vorbei. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!